Ist er tot? Ja, natürlich. Achso. Lass sowas doch nicht stehen. Ist er nicht Terraria? Achso. Das ist auch nichts. Das wird auch nur noch ein Starbound, ganz witzig mit dir. Warum? Ja, mit also, Sachen zum Abbauen und so. Es wird immer witzig mit mir, ja. Also, was ist das denn für eine Frage überhaupt? Wäre schon ruhig. Nee. Mach nur weiter so. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Ich meine, es ist ein Let's Play. Du wirst schon sehen, was du davon hast in Star Wars. Es gibt auch viele Walkthrough-Channels, ne? Die sagen nie was. Ja, es sind Walkthrough-Channels. Die kriegen auch Views? Ja, aber ist ja lame. Kann ja jeder. Obwohl, manchmal finde ich, ist sowas echt besser als, ne? Ja, aber dann kann man ja weniger Scheiße bauen, weil man redet ja nicht. Das heißt, man ist nicht abgelenkt. Es stimmt. Das heißt, wir bauen automatisch weniger Mist. Das geht nicht. Oh Gott, jetzt sind wir in diesem Shroom-Dingen. Naja, das ist ja okay. Das sind nur noch ein paar Pilze, die umherschießen. Ich kann mich daran erinnern, dass die immer fies geschossen haben. Streng uns halt an. Soll ich nicht spoilern? Ich meine, wir waren da schon so häufig. Ja, aber, ne? Es geht um die Erfahrungspunkte. Ach so. Und da kriegen wir halt ein bisschen mehr. Außerdem gibt's da so töfte Musik. Was hat der denn? Hab ich eine Quest? Ich hab eine Quest. Er hat eine Quest. Er hat eine Level. Deswegen hüpfte der so komisch. Was hat der für eine Quest? Irgendwas mit 200 Thunderworms. Ja, so viel habe ich auch. Oh, das muss doch zusammen haben. Ich hab einen. Zählt das auch? Vielleicht. Muss ich mal fragen. So, weiter geht's. Mein Metall ist auch mal wieder so gar nicht geordnet, ne? Das ist deine Schuld. Das ist bei mir auch Standard. Ich erinnere mich, wie die Kisten ausgesehen haben. Also, weißt du ungefähr, wie es aussehen wird wahrscheinlich. Wie meinst du das? Keine Ahnung. Das waren die, die haben geschossen. Ich erinnere mich. Aua, was hat mich da getroffen? Da war noch ein Pilz. Habe ich nicht gesehen. Da waren zwei. Ein kleiner und ein großer blauer. Der große blaue hat dich angestupst. Achso. Habe ich so nicht gesehen. Sehe ich nicht ein. Du bist der Horst. Du bist schuld. Ja, jetzt bin ich's wieder. Na klar. Was kann ich denn dafür, dass du nicht in der Lage bist, den Server zu stellen? Sag mal, willst du mich gerade verarschen? Vielleicht. Bist du komplett retardet? Fängst du jetzt mit deinem Denglisch wieder an? Immer. There is the person where we can get the weapon from. For the glorious German Let's Players. For the Empire. Nicht? Der hat mir nicht mal was gegeben, dieses Sau. Ich habe mich erschrocken, als er was gesagt hat. Third Princess? Ach ne. Das ist was hat das Falsche. Gegeben? Ach, ne Waffenmod. Jo. Ist doch schön für die Waffenmod. Die wirst du nie benutzen. Ja, bevor wir nicht in Max City sind, auf jeden Fall nicht. Ich bin nämlich voll informiert. Boah, ich bin da so begeistert, wie du dich auskennst. Ja. Wie das alles durchgelesen hat und sowas. Ja, wenn man irgendwas zum Ende bringen will. Stundenlang hat er im Wiki verbracht. Ja, ganze 10 Minuten. Stundenlang, bitte 10 Minuten. Normal, ne? Was war hier nochmal der Gegner? Ach Gott, wir mussten weglaufen. Was? Weglaufen. Auf das Ziel. Das, was da kommt, ist hier unsichtbar, also halbtransparent und kann wir nicht bezwingen. Konnte man das nicht dann nein, angreifen? Nein, don't do it. Bist du dir sicher? Trust me. Obwohl, ich würde es jetzt irgendwie zu gern sehen. Ich kann ja hier warten. Geh doch mal gucken. Das war doch auch erst das erste Rumpeln, also. Reißt sich mal zusammen, macht sich mal nicht gleich ins Hemd. Nee, ich habe mir nicht ins Hemd gemacht, ich habe mir ins Portal gemacht. Ach so. Das ist natürlich was anderes. Ja, meine Klamotten bleiben trocken. Muss ich
Die ist doch gar nichts. Ich weiß nicht, was du hast. Hier unten gibt's noch so viel schöne EP. Alter, ich will nicht schon wieder sterben, ne? Kisten und so. Ach, ja, okay. Also ich seh's wirklich noch nicht. Obwohl, wir haben ja auch eigentlich alles gesehen. Ja, vielleicht sollte man es nicht wirklich herausfordern. Dann sind ja noch Gegner. Vielleicht könnte der Verrückte ja recht haben. Wer ist hier verrückt? Keine Ahnung. Hast du gerade gesagt, ich bin verrückt? Nein. Hast du gerade gesagt, ich bin spielesüchtig? Hast du meine Mutter beleidigt? Vielleicht. Okay, damit kann ich leben. Aber siehst du, hier ist doch nichts. Warum macht er sich gleich ins Hemd? Geh mal Richtung Eingang, um zu gucken, was wir denn jetzt überhaupt haben. Womit wir es zu tun haben. Ja, warum schreit dann Lenny hier rum? Wir werden alle sterben. Keine Ahnung, ich bin am Eingang, hier ist nix. Very merkwürdig. Hier ist der Typi auch mit seinem... Vielleicht ist er jetzt am Eingang und wartet auf uns. Das kann sein. Ich gehe jetzt auch extra nochmal nach unten hier nachschauen, aber hier ist nix. Ich würde aber sagen, bevor wir dann halt in die Ruinen da weiterziehen, gehen wir dann tatsächlich nochmal zurück zur Base. Ja, beziehungsweise wenn, lass uns einfach zurück teleportieren, wenn wir jetzt irgendwie einen Eingang nicht mehr kriegen. Genau. Ich wollte auch einfach mal was kaufen. Achso. Ein Trank. Hier. Und dann kann man vielleicht tatsächlich mal so langsam wieder gucken, ob man denn da bessere Sachen mal zusammenkraften kann hier. Das Problem ist, die musst du ja dann wieder alle leveln. Ja gut, das ist halt nicht so das Problem. Hauptsache ist, wir haben selbst das Level. Das ist wichtiger als die Waffenlevel, finde ich. Boah, wieder. Ja, das ist einfach... Es macht keinen Spaß, wenn du dich auskennst. Ja, merkt man ja auch immer in Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Ich wollte das immer noch mal mit dir spielen. Du hast immer wieder Nein gesagt. Also. Zu deinem eigenen Wohl. War nicht meine Schuld. Ja. So, soll ich mal nach Gear schauen? Ja, mach mal. Mach mal gucken, was hilfreich ist für uns als Fernkampf-DDs. Armor. Ist, da gibt es gar nicht so richtige Helme, wo ich jetzt sage, das ist es halt, ne? Sondern das sind einfach so Helme mit, dadurch, dass es ja die verschiedenen Charaktere und sowas halt gibt, die verschiedenen Spielarten, die dann halt andere Stats halt hat, dann hat er nicht zwei hiervon, sondern zwei davon halt, ne? Du hast ja sechs Stats zur Verfügung. Ich meine, es gibt einen Ghost-Helm, der hat jetzt dann zwei Dexterity und zwei Technologie und ein Stärke und einen von dem Faith oder was ist das Lila, ne? Ja. Na gut, da ist mein Helm da tatsächlich schon ein bisschen besser. Ja, du musst die dann halt auch wieder, wenn von vorne halt leveln. Keine Ahnung, wie der dann später aussehen würde, in dem Sinne halt, ne? Klingt jetzt so richtig was. Ja, und leveltechnisch, es bringt halt schon so ein bisschen was, ne? Also jetzt hier mein Helm, der ist jetzt Level 3, das heißt, er hat jetzt dreimal so viel Stats. Ich meine, so klar, wenn er die mehr hast, aber so viel bringt tut's jetzt, wie gesagt, finde ich gar nicht. Sonst müsste man halt tatsächlich halt craften und halt hoffen, dass irgendwie ein Legendary oder Epic bei rumkommt. Ich wollte gerade sagen, da müsstest du, glaube ich, eher drauf hinarbeiten. Und dann Level natürlich. Und dann war das immer noch die Nautilus Armor, die uns am meisten was gebracht hat, ne? Nö. Die Nautilus Armor ist in Anführungszeichen nur relativ günstig. Okay. Wenn ich das hier so sehe, also da gibt es auch welche, die geben dir, wie gesagt,
Es gibt eine, die gibt dir 2 Dexterity, 2 Energy, 2, was ist das, braune unten links, das ist Stärke und 1 HP. Mhm. Im Vergleich zu dieser Nautilus-Rüstung gibt er nur 1 HP, 2 Dexterity und 2 Tech. Mhm. Also da hast du dann noch 2 Stats in Stärke mit drin. Ja, und Stärke brauche ich nicht, weil ich ja nicht Nahkampf gehe. Ja, aber da hast du halt 2 mit drin. Kannst auch gerne den 2 von Stärke in einen von Faith reintun. Gibt's die Ghost Armor. Sonst, was jetzt irgendwie mehr Dexterity hat, gibt es in der Rüstung nicht. Okay. Also eigentlich geartechnisch so sind wir schon relativ gut dabei. Außer jetzt, du gehst auf Drop-Chance halt von irgendwelchen Sachen halt, ne? Hm. Und Fernkampfwaffenmäßig? Och, jetzt fragt er auch noch nach Waffen. Ja, klar. Weapons. Eigentlich jetzt auch nichts so Dolles. Die sind halt wiederum nur verteilt, ne? Also bleib ich bei Typhoon 9. Von mir aus, ja, das, was die macht, ist, die gibt 2 Dexterity und 1 Mana. Und meine aber zum Beispiel. Eine, ich hab die Waffe mit Dexterity und Vitalität. Ja, die Bazooka. Das war das grüne X, ein rosa Punkt und was grau-schwarzes. Das war noch? Das grün-braune Viereck, die 3 Dreiecke, wie die so das, ne, von okay. links nach und rechts und dann so ein blaues mit so 3 weißen Punkten. Genau. Der Reihenfolge. Das ist die Bazooka. Da habe ich sogar noch welche von. Von den Bazookern, wenn du eine haben möchtest. Aber die sind halt auch alle nur normal. Ich kann das hier selber noch mal ein bisschen craften. Ja, ist eigentlich jetzt, ne, durchgehen und hoffen, dass es das Legendary bei rum oder ja. ein Epic bei rum kommt. Ja, Epic. Epic ist schon mal schön. Okay. Need more Epic. So, und dann nochmal die Druiden hier austauschen. Oh, Epic-Druide. Bringt nur nix. Aber du hast ihn. Ich habe ihn. Haben wir ihn nicht haben? Das ist hier die Frage. Mhm. So ein Schild. Dexterity und Vitalität. Was gibt's da so zu empfehlen? Ach, jetzt ja, du kannst mal Fragen stellen. Jetzt muss ich mir auf die andere. Auf die, ah, da war ich doch vorhin schon, Mensch. Schilde. Dexterity und Vitalität. Mhm. Nur die Stats? Die Aegis, die wir schon häufiger gebaut haben. Die gibt 2-1. Sonst nix. Aegis ist. Wie sieht's aus? Rosa? Hell, pink? Hell, bläulich mit. So einen weißen in der Mitte und dann ne, Norden, Süden, Westen, Osten so weiße Punkte drumherum. Ah, okay. Ein ja, gut, dann habe ich hellblaues mit Pilz drauf und dann nochmal ein so grün-braun mit weiß. Weißt du Bescheid? Ich weiß Bescheid. Epic, Epic! Das ist keine Übung. Yay. Need more Epics. Everybody needs more Epics. Ich dachte so Kung Fu Fighting. Das auch. Das kommt später. Ach so. Das stimmt. Voll die tollen Sachen, weißt du, und dann sterben wir einfach blöd. Das war doch schon immer unser Problem. Psst. Das sind doch alte Kamellen. Psst.